Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bzw. Strahlenflug. In letzter Zeit ziemlich viel EAFC-Content. Heute mal wieder was Abwechslungsreiches. Heute das Wiener Derby. Ich bin wieder dabei, im Gegensatz zum letzten Heimderby, wo wir 3-0 gewonnen haben. Yes, bin ich jetzt wieder dabei. Letztes Wiener Derby war, glaube ich, vor 1-2 Jahren. Das war das 3-3. War ein spannendes Derby. Hoffentlich wird es heute nicht spannend, sondern eindeutig. Bin ein bisschen am Zweifeln, weil viele Spieler verletzt. Der MAE ist nicht dabei, der neue Neuzugang. Burgstaller ist ein bisschen angeschlagen, Janssen ist nicht dabei, die was eigentlich somit die wichtigsten waren in den letzten Wochen oder Monaten. Aber ich glaube, für die Austria sollte der Kader alle mal reichen. Haha! Sind schon da, weiter rennen, ja, weiter. Wenn sie immer mal Trikot, dann wird halt mehr, weniger spielen. Wie ist euer Tipp, oder by the way? Ich glaube, der Schaub trifft heute, ich sag's wie es ist. Der schießt heute sein erstes Deal bei uns. Also, das heißt ein Comeback. Sind da Plätze, ich sag ehrlich. Also von der Übersicht her auch fürs Video viel besser, als wenn man da unten sitzt, weil dann sieht man halt auch mal wenig und da sind wir beide Tore eigentlich perfekt. Bierli auch schon da, oder? Ja, da waren wir nicht da unten erst. Digga, so wie ein ORF ist übertragen, oder? By the way, WRC gegen Sturm 3-0 bisher, Alter, das geilste Kram. Steppert aber in der Sonne möchte ich auch nicht sitzen. Also Tipp von Bölki, wenn ihr euch ein Abo nehmt oder Plätze kauft, immer bei den Sektor alle Antribüne so weit rechts wie möglich. Oder halt Nordtribüne, da sind auch die Breite voll geil, vor allem wenn ihr Kinder habt oder sowas. Zahlst für das Kind, glaube ich, 0 Euro, dann zahlst du euch 40 Euro für zwei Erwachsene ein Kind. Wäre ich perfekt. Oder im Block West rein, sage ich. Einziger Nachteil an den Plätzen, dass man die Gäste-Fans halt aufgebaut werden. Ne? Das haben wir da hinten zum Beispiel nicht. Ne? Ah, jetzt haben sie auch Aquarium. Ich kann es noch nicht gescheit erkennen, aber ja, das ist crazy. Fabio hat so ein eigenes Feeling, gell, so. Und es geht los. All right.
Halbzeitanalyse, unnötiges Gegentor, viele Fehler im Spielaufbau und eigentlich bis auf die ersten 10 Minuten vor die Eierpartie, gell? Also so extreme Chancen waren jetzt nicht dabei, ne? Auch von beiden Seiten, ne? Bei Austria auch, oft kommen sie über den Flügel, dann eine Flanke ins Nichts oder in die Hände vom Hedl und sonst war eigentlich nichts Spektakuläres dabei. Ich hoffe, zweite Halbzeit geht es mir ab, Alter. Was ist Favorit? Wir stehen jetzt da wie bestellt und nicht abgeholt. Weil eigentlich muss ich aufs Heisel, aber ich glaube, ich warte noch bis kurz nach der Halbzeit, weil schaut euch das an, als geisteskrank. Mandy, bis ich da am Heisel bin, das ist schon aus. Das ist wirklich ohne Spaß. By the way, hinter uns waren so zwei Kinder, ich weiß nicht wie alt. Der eine oder klopft die ganze Zeit ins Heisel hinten, oder? Aber ich sag nichts, weil die sind Kind, scheiß drauf. Und die schauen die ganze Zeit einfach Stuttgart oder so, ne? Die reden die ganze Zeit über Mittelstädt und Unterfahrt, ich schwör. Digga, man ist beim Wiener Derby, man hat die Möglichkeit beim Wiener Derby zum Sein beim Ausverkaufen. Und die schauen Stuttgart. Oder weiß ich, was haben die gemacht? Irgendwelche Spiele gespielt oder am Handy oder so, Digga. Ich bin gerade noch so mit dem Heisel ausgegangen. Zweite Hälfte, Alter. Und so muss es ausschauen, ne, beim Derby. Noch nie so geil, oder beim Schiffen, also bis dort. Siehst du nicht, Leute?
Das ist ein erster Tabi-Sieg, oder? Ja, sowas muss er auch nicht sein, ja. Und es ist einfach Köln und so rüber. Ja, so unnötig, ehrlich. Schlechter Verlierer war das, ja. Also ich finde das so Böller und so geil, aber wie man so in irgendwelche Publikum reinschmeißt oder geisteskrank, also kann man sowas machen, ja. Warum macht man sowas, ja? Und warum schmeißt man Sachen in Publikum? Schieß mich ab, schieß mich ab! Ich will eh nicht mehr. Platzsturm einfach, hä? Digga, was ist das? Ja, sind mit dabei, Mann. Du
sagen. Ich sage nichts mehr. Was passiert da? Jetzt kracht komplett. Jetzt kracht komplett. Jetzt kracht komplett. Ah, jetzt kommen sie drauf, okay. Favoriten ist der größte Hurt. Bezirk. Favoriten ist der größte Hurt. Bezirk. Alter. Das ist. Favoriten ist der größte Hurt. Bezirk. Außer Fährtöner, der ist ganz nice. Also ich bin mal gespannt auf die Strafen, Alter. Weil der Rainer Pariersee kriegt noch grauere Haare. Das ist ein Wahnsinn. Ich höre, was ich mich immer frage. Digga, wie schmuggeln die Scheiße eigentlich immer rein? Digga, du wirst ja irgendwie gar nicht heute irgendwie kontrolliert und so, ich schwör. So, ah, jetzt rücken sie auf, aha. Aha. Ich hoffe, die haben alle drei Platten drin. Aha. Da werden wahrscheinlich auch ein paar Verletzte sein, weil Sanitäterinnen da auch einige umeinander. Also ich sage ehrlich, normalerweise dürfte Austria keine Auswärtsspiele mehr gehen. Oder weiß ich nicht, fette Geldstrafe. Oder Geldstrafe juckt eigentlich nicht, vielleicht juckt die Fans nicht. Irgendwas gegen die Fans. Ich will auch gar nicht wissen, wie die heißen und so ausschauen im Gästesektor. Die haben sicher alles zerstört. Digga, ich verstehe nicht, warum man weiß nicht, Fußball nicht Fußball sein lässt, Rivalität sein lässt. Aber nicht einfach sich normal verhaltet, so weißt du. Ja, unnötig. Aha, jetzt geht's aber ab. Da ist schon die erste Trage. Also da hat sich wahrscheinlich ehrlich ein paar Leute verletzt. Ich verstehe nicht, wie man da als Austria-Fan, es wird sicher Austria-Fans geben, die sind da noch stolz drauf und sagen, oh, wir haben das Allianzstadion übernommen. Und ich frage, also ich appelliere wirklich an die Leute, wie kann man sowas denken, so weißt. Ist doch nicht cool, oder irgendwelche Leute anzugreifen. Wie gesagt, hat Rainer Pariersee noch grauere Haare gekriegt. Ja, so schaut es beim ORF hinter die Kulissen aus. Gute Nacht. So, wir sind draußen, hinter mir ist alle anschauen und ich weiß, das beste Outro ever, Alter. Auf jeden Fall unnötig, habe ich schon alle gesagt. Also, wie so schön Australier gehen, wir so stolz drauf sind und sagen, boah, wir haben alle Anstadion gefickt, aber boah, wie kann man auf sowas stolz sein? Boah, wie geil ist der Platz, Alter. Digga, stell dir vor, du könntest den mieten, Alter, ich schwöre. Ich würde da einfach nur so einfach mal kicken, oder? Ja, wie gesagt, bodenlos halt. Mate, trotzdem geil, das nehmen wir, das lassen wir uns nicht wegnehmen. Ich hoffe, oder, dass er jetzt nicht so extrem schwer verletzt ist. Oder nicht so extrem viele schwer verletzt sind. Bin gespannt auf die Strafen, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich weiß auch gar nicht, was ich reinschneide, weil das ist halt schon ein bisschen ein heikles Thema, ne? Eigentlich sollte man denen gar keine Aufmerksamkeit schenken, deswegen weiß ich nicht, ob ich es auch reinschneide. Aber auf jeden Fall sehr viele Böller und so reingeschossen worden, falls ich es nicht so da reinschneide. Na egal, checkt Insta, TikTok ab, checkt Twitch ab für EFC-Content und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Und lasst einen Kommentar.